welchem Deadline-Transfer steht jetzt der FC Bayern? Welche drei Topstars könnten jetzt schon die Bayer Leverkusen eventuell noch im Winter verlassen? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten mit einer Meldung vom FC Liverpool. Jürgen Klopp wird die Anfield Road im kommenden Sommer verlassen. Der Coach hat sich jüngstens in der Vergangenheit gerne in der Bundesliga bedient. Doch auch wenn die Zeit des deutschen Trainers bald endet, schaut der Verein weiterhin in Klopps Heimat um und hat nun einen Innenverteidiger auf dem Radar. Joel Matip, Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch, Wataru Endo und Dominik Soboschlei stehen bei den Reds unter Vertrag, gleich 5 Ex-Nationalspieler. Nun bringen mehrere Zeitungen jetzt auch noch einen weiteren Kandidaten ins Gespräch. Wie mehrere Zeitungen schreiben, soll sich Liverpool um Kao Itakura handeln. Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach soll ohnehin mit Abwanderungsgedanken spielen, heißt es weiter. Der Ex-Schalker gilt als aufmerksamer und recht schneller Abwehrspieler und kann auch mit dem Ball viel anfangen. So dürfte der Japaner gut in die Spielphilosophie der Engländer passen, die auch Klopps Abschied überdauern wird. Hierzu kommt der Marktwert, der derzeit bei knapp 15 Millionen Euro liegt. Ein kurzfristiger Winterwechsel wird es aber nicht geben. Die Gladbacher sind laut mehreren Medien noch nicht bereit, mit Liverpool zu sprechen. Das soll sich auch nicht vor dem kommenden Sommer passieren. Glaubt man dem Bericht weiter, dann ist Liverpool bei dem jüngsten Innenverteidigersuche schon aber bei Bundesliga-Verein abgeblitzt. So soll man sich für Piero Hinchapé von Bayer 04 Leverkusen interessieren. Doch die Rheinländer sollen vor dem Hintergrund des Meisterjagds sofort abgesagt haben. Man sei nicht bereit gewesen, überhaupt zu verhandeln. Durch den Höhenflug von Bayer 04 Leverkusen sind die Leistungsträger der Werkself wohl für die englischen Topclubs interessant geworden. Droht Bayer im Sommer der Ausverkauf? Die meisten Spieler von Bayer Leverkusen befinden sich aktuell in Topform. Gut möglich, dass der ein oder andere Leistungsträger den kommenden Sommer nutzt, um den nächsten Schritt zu gehen. Der Werkself würde Verkäufer aber immerhin viel Geld in die Kassen spülen. Laut mehreren Medien befinden sich Excel Palacios, Odilon Kosunou und Victor Boniface, gleich 3 Stammspieler im Visier von Topclubs aus der Premier League. Für das Trio winken Bayer wohl insgesamt 170 Millionen Euro. Palacios, der erst im September seinen Vertrag bis 2028 verlängern, soll von Aston Villa umworben werden. Doch auch Manchester City, Newcastle United zeigen wohl Interesse. Ein Verkauf von unter 60 Millionen Euro sei allerdings auszuschließen. Der 25-jährige Argentiner hat sich im zentralen Mittelfeld neben Granit Xhaka enorm weiterentwickelt und außerdem befindet sich er im besten Fußballalter. Auch bei Victor Boniface könnte Bayer einen riesigen Gewinn erwirtschaften. Der 23-jährige Stürmer wurde erst im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro aus Belgien verpflichtet und könnte der Werkself einen Abschied nach der Saison wohl das 4- oder 5-fache, sprich über 60 Millionen Euro einbringen. Interessiert sei vor allem der FC Chelsea. Leverkusen würde ihn aber lieber behalten. Mit Odilon Kosunou könnte ein wichtiger Innenverteidiger im Sommer gehen. Ein potenzieller Käufer müsste wohl aber auch beim Ivora tief in die Tasche greifen. Bei einem Wechselwunsch des Spielers würde Bayer nach Angaben des Fachmagazins mindestens 50 Millionen Euro fordern. Manchester United und Tottenham sollen an ihm dran sein. Der Argentinier beendete 2021 seine Profikarriere. Nun will er mit 35 Jahren wieder auf den Amateurniveau kicken. Sergio Agüero steht nach 2021 diagnosierten Herzrhythmusstörung vor seinem Comeback auf dem Fußballplatz. Der uruguayische Amateurclub Atlético Cuartaril hat den Argentinier für sein Kader registriert, wie der Verein bestätigte. Ein Termin für Agüeros ersten Einsatz gibt es allerdings noch nicht. Zudem soll er auch einen eigenen Profivertrag trotz Amateurclub erhalten. Wie hoch sein Gehalt ist und welche anderen Klauseln in dem Vertrag verankert sind, wurde bis jetzt noch nicht berichtet. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, Agüero sollte wieder in den Fußball eintreten oder doch eher Trainer oder doch was ganz anderes machen? Schreibt es in die Kommentare. Was sich lange angebahrt hatte, könnte nun tatsächlich Realität werden. Gio Reyna und der BVB gehen vermutlich getrennte Wege. Giovanni Reynas Abschied von Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Über einen Wechsel war in den vergangenen Tagen bereits intensiv spekuliert worden. Wie manche Nachrichten berichtet haben, soll Gio Reyna am Privatterminal des Dortmunder Flughafens erwischt worden sein, bevor er sich auf den Weg nach England gemacht hatte. Dort soll er noch am Mittwoch einen Medizincheck absolvieren, um einen Transfer zu Nottingham Forest zu fixieren. Sky hatte bereits zuvor einem Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro berichtet. Laut mehreren Medien soll es sich allerdings nur um eine Reihe Leihe handeln. Zudem soll der 2025 auslaufende Vertrag von Gio Reyna um ein weiteres Jahr verlängert werden. Neben Nottingham Forest wurde zuletzt auch der AC Florenz, Olympique Marseille und der FC Sevilla als potenzielle Abnehmer gehandelt. Der Personalie Karim Benzema ist seit Wochen richtig Bewegung drin. Zwei Schwergewichte aus der Premier League beschäftigen sich mit einem Transfer des Topstürmers, über dessen Zukunft inzwischen entschieden worden sein soll.
Das sind Erfindungen der Medien, weil Karim Benzema nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir sind daran gewöhnt. Alles total falsch. Die Medien wissen nicht mehr, was sie erfinden sollen. Je größer, desto besser, soll ein Vertrauter von Karim Benzema jüngst gegenüber der L'Équipe preisgegeben haben. Ausgerechnet die französische Sportzeitung ist es, welche nun erneut ein Gerücht über eine mögliche Veränderung des Ausnahmestürmers lanciert. Der FC Chelsea und Manchester United hätten in den letzten Tagen versucht, Benzema unter Vertrag zu nehmen. Die beiden englischen Fußballschwergewichte sind mit ihren Bemühungen aber scheinbar ohne Chance. Demnach steht der aktuelle Plan vor, Benzema zu einem anderen Verein innerhalb von Saudi-Arabien zu transferieren. Um welchen es sich dabei handelt, wird nicht benannt. Rund um den 36-Jährigen gibt es bei Al-Ittihad wenige Tage vor dem Start in die restlichen Spiele der Saison einige Ungereimheiten. Das für gewöhnlich gut informierte Portal der Athletic geht derweil eine ganz andere Richtung. Demnach wird Benzema in diesem Winter keine Veränderungen vornehmen und stattdessen bei Al-Ittihad bleiben. Ex-Club Olympique Lyon scheiterte angeblich mit einer geplanten Rückkehr. Nelson van Koperen zeigt sich gesprächig, was das Interesse des FC Bayern an seinem Klienten Steven Bergwijn betrifft. Der Spielerberater sagte gegenüber Sky, ich kann bestätigen, dass Bayern mit uns gesprochen hat und die Situation gecheckt hat. Wir haben eine gute und seriöse Beziehung zu Bayern. Sie kennt Steven seit vielen Jahren. Die Münchner wollen ihn vor Transferschluss am Donnerstag noch einen neuen Flügelstürmer verpflichten. Van Koperen weiter. Ein möglicher Transfer hängt von verschiedenen Dingen ab. Ganz entscheidend ist dabei, ob die Bayern die Verhandlungen mit Granada über einen vorzeitigen Transfer von Brian Saragossa abschließen können. Klappt das nicht, ist Bergwijn der Plan B. Problem? Ajax Amsterdam würde seinen Kapitän nicht verleihen, sondern nur verkaufen. In diesem Fall stünden dann im Sommer sowohl der Niederländer als auch der Spanier auf der Matte. Ein Überangebot könnte die Folge sein. Bei Eintracht Frankfurt könnte sich Jessic Nankangam nicht durchsetzen. Nun steht ein Transfer innerhalb der Bundesliga an. Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung gehen Jessic Nankangam und Eintracht Frankfurt schon wieder getrennte Wege. Wie Sky berichtet, steht der 23-jährige Stürmer vor dem Transfer zum FSV Mainz 05 und befindet sich bei den Rheinhessen im Medizincheck. Zu den genauen Modalitäten des Clubwechsels ist zur Stunde noch nichts bekannt. Eintrachts Präferenz war es bislang allerdings, den Zugriff auf Nankangam nicht zu verlieren. Folglich könnte es auf eine Leihe ohne Kaufoption hinauslaufen. Der gebürtige Berliner war im Sommer für 4 Millionen Euro von Hertha BSC zur SGE gewechselt. In der Bundesliga ist er seitdem noch ohne Tor. Lediglich im DFB- und Europapokal stehen insgesamt 3 Treffer zu Buche. Auch der FC Augsburg und zahlreiche Clubs aus dem Ausland zeigten sich interessiert an Nankangam. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Welchen Flügelstürmer sollte der FC Bayern am Deadline Day noch verpflichten? Sollte es Brian Saragossa, Steven Bergwijn oder noch ein ganz anderer sein? Oder doch gar keinen mehr? Schreibt es uns auch gerne mal wieder in die Kommentare. Zudem, was haltet ihr noch von der Rückkehr von Sergio Aguero, der einst die Fußballlegende von Manchester City und von ganz vielen anderen Clubs? Wie findet ihr, dass er wieder in die Fußballstapfen der Fußballgeschichte wieder eintreten will? Schreibt es uns auch gerne mal wieder in die Kommentare. Wir werden jede eure Kommentare lesen. Abonniere jetzt noch diesen Kanal hier, um keine weiteren Infos rund um Fußballnews etc. nicht mehr zu verpassen. Like jetzt noch dieses Video, falls es dir gefallen hat, und schreibe insgesamt nochmal deine Meinung zu den heutigen Themen in die Kommentare. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet. Die kannst du dir auch nochmal anschauen. Die sind echt sehr spannend geworden. Würde ich jeden von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao, ciao.